Ich bin vor 17 Jahren nach Schüpfen gekommen aus Dirigenz. 2003 hat das Geschichtli angefangen. Die Uniform ist mir dann das erste Mal begegnet. Und wir haben an den ersten zwei Konzerten im Jahr 4 und 5 zusammen die ersten Erlebnisse dürfen haben. Im gleichen Jahr sind wir auf Nottwil als kantonale Musikfest. Kantonale Musikfest. Wunderbar durchgegangen. Ich war sehr neugierig, ob das klappt mit dem Verein, mit dieser Uniform. Schlussendlich sind wir zweit geworden. Eine kleine Anekdote. Nach dem zweiten Rang haben wir zuerst zwei Bier über den Kopf abgeleert. Nachher haben sie meine Krawatte gegessen. Aber Gott sei Dank haben sie meine Krawatte gegessen. Sonst wäre nämlich die Uniform dran gekommen. Ein Jahr später, Eidgenössisches Musikfest in Luzern, haben wir eine tolle Leistung gehabt, haben uns aber dann nicht ganz mit dem Resultat zufrieden geben. Wir haben dann den vierten Rang erreicht in der ersten Stärkenklasse. So ist es weitergegangen. Und 2010 sind wir als Musikfest in Willisau. In Willisau eine super Leistung, haben zwar ein bisschen früher starten in unserer Gruppe, aber schlussendlich hat es wieder zu einem zweiten Rang gelangt. Alle waren sehr erfreut. Wir hatten ein grosses Highlight. Und das war in St. Gallen. Dort sind wir als eidgenössische Musikfest gegangen. Wir haben dort eine unglaubliche Punktzahl von 99 Punkten dürfen erreichen und haben mit unserer Uniform das Fest gewinnen. Anschliessend ist es ins Sagmal gegangen. Der eine oder andere hat einen Purzelbaum gemacht und so ist die Uniform mit ein paar Spöndchen wieder auf Schöpfen glücklich zurückgekehrt. Also die Uniform hat in der Zeit, als ich da war, mich immer begleitet, für schöne Sachen dürfen zu haben, schöne Sachen dürfen zu erleben, sehr viel Kameradschaft dürfen zu erleben und sehr grosse Erfolge dürfen zu feiern. Die neue Uniform, das ist etwas ganz Besonderes. Ich bin sehr gespannt, weil ich bin eigentlich der noch nichts mitbekommen hat oder noch fast nichts mitbekommen hat, wie die neue Uniform wird aussehen. Ich hoffe, dass in der neuen Uniform genau gleich gut wird gehen wie in der alten. Dass sie so zuverlässig wird sein wie die alte. Und dass wir vor allem Spass haben an unserem neuen Kleid, das uns die nächsten 15, 20 Jahre begleiten wird. Ich freue mich sehr. Neue Uniform, du darfst kommen.